So, guten Tag, Kollegen. Ich habe mich entschieden, doch mehr zu squatten. Ich war ja am Überlegen, wie viel ich meinen Squat erhöhen soll. Und wie ihr seht, sind da 160 Kilo auf der Stange. Und diese Woche ist 5x5 dran. Mit 80%. Was heißt das? Ich habe auf 200 erhöht. Und ich mache jetzt 5x5 mit 160 Kilo. Das habe ich 5x5, habe ich glaube das letzte Mal mit 145 Kilo gemacht. Also sozusagen mein Rechengewicht um 20 Kilo gesteigert und mein 5x5 Gewicht um 15 Kilo. Und wie ihr seht, geht es. Aber es ist echt krass anstrengend. Aber ich habe es hinbekommen. Also fast. Also die ersten Sätze habe ich hinbekommen, das seht ihr auch noch. Ich habe 5 Sätze nur gemacht. Ich habe mache sonst immer ein bisschen mehr, aber das war jetzt echt schwer. Es ist ja auch eine Riesensteigerung und ich bin richtig froh, dass ich das geschafft habe. 160 Kilo 5x5. Und beziehungsweise ich habe es ja leider nicht 5x5, also für 5 Wiederholungen waren angesetzt. Das ist jetzt der zweite Satz. Und im vierten Satz schaffe ich es dann leider nicht mehr ganz. Der fünfte Satz ging dann wieder, aber den habe ich dann irgendwie vergessen aufzunehmen. Also das sind jetzt nur 4 Sätze dabei, aber das ist ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch weiter sagen soll. Also ich bin froh, dass es funktioniert, kann euch das noch ansehen. Ich bin aber der Meinung, es geht einigermaßen. Ich squatte jetzt wieder mit Schuhen. Man hat mir ja gesagt, so ja, mach mal lieber nicht mit Schuhen. Und so weiter, ist wackelig, könnt ihr auch nachvollziehen, man hat ja prinzipiell, steht ja auch direkt da auf dem Boden und so weiter, das sind keine richtigen Powerlifting-Schuhe, aber jetzt, also die Schuhe, habe ich mir eigentlich auch schon ausgesucht, weil sie halt eben relativ fest sind, es sind halt keine direkten Powerlifting-Schuhe, aber sie sind halt schon relativ fest, haben eine sehr dünne Sohle und man steht damit eigentlich relativ stabil und ich finde eigentlich, man steht sogar stabiler als barfuß und deswegen habe ich sie wieder angezogen. Und ich habe auch meinen Stand ein bisschen enger gemacht. Ich habe auch das Gefühl, damit stehe ich stabiler. Ich habe irgendwie gehört, dass man mehrere Leute sagen, es wird einfacher, wenn man praktisch richtig schwer macht, schafft man mit einem breiten Stand mehr Gewicht. Aber ich fühle mich da so unsicher. Bin da so wackelig und bin halt irgendwie stabiler, wenn ich ein bisschen enger stehe. Und das habe ich halt eben verändert. Schuhe angezogen und ein bisschen enger stehen und dann geht das alles. Und ja, jetzt kommt der vierte Satz. Seht ihr, 160 Kilo. Um es nochmal zu erwähnen, ich mache 160 Kilo Kniebeuge. Okay, so krass ist es jetzt nicht, aber für mich ist es eine Riesensteigerung. Erste Rap geht noch. Einatmen und zweite Rap. Geht auch schon. Nicht mehr ganz so flutschig, ein bisschen langsamer wird's schon. Aber dritte Rap geht auch, die war glaube ich gar nicht so tief, oder? Naja. Und jetzt die vierte Rap. Zack, hoch. Und man sieht, wenn ihr genau drauf achtet. Tja, die Beine sind auch leider eingeknickt. Das war wahrscheinlich auch mein Problem. Ich habe mich einfach nicht konzentriert. Und hier hocke ich da die ganze Zeit und denke mir so, Scheiße, was machst du mit der Stange? Naja, ich bin froh. Also ich. Rechengewicht 200 geht, wenn ich mich anstrenge. Es ist echt krass, aber es geht und dann bis zum nächsten Mal.